Wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Sind das eigentlich hier Propagandaposter? Mission, die Spritze und der Blutrubin. Hört man eigentlich die Musik noch? Das würde mich gerade mal interessieren. Oder ist die zu leise jetzt? Nein. Was machen wir denn? Hier haben wir ein Tirta. Ach, guck mal, Tirta ist jetzt frei. Das war doch vorher, war hier noch so ein roter Punkt. Wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Oh ne. Ich bin gleich wieder da. Boah, das kann echt nicht wahr sein. So. Ah, da bin ich wieder. Boah, ich könnte gerade ausflippen, ne? Wirklich. Und das ist jetzt für 1 und 1. Ich weiß, das wird da nicht ankommen, aber das ist so ein Drecksverein, wirklich. Ständig Verbindungsabbrüche, abends um diese Uhrzeit Verbindungsabbrüche. Nein, und man kann mir nicht erzählen, dass es jeden Abend ein Update ist. So viele Updates machen die nämlich nicht. Boah. Ein Laden ist das. Kohle kassieren, aber nichts machen. Service gleich 0, nix. Gut. Nochmal. Willkommen zurück. hört man die Musik gut? Ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwas durchgegangen ist, nur von Nachrichten her. Weil ich sehe jetzt gerade nichts, weil auch die Verbindung dann irgendwann weg war. Aber ich hoffe, die Musik ist soweit laut genug. Ah, Mann, ey. Sowas nervt. So, was wollten wir jetzt machen? Longinus. Oder wisst ihr was? Wir haben hier noch eine Station, wo wir hin können. Beziehungsweise eine Base, die wir einnehmen können. Ja. Wir sind nicht zu stoppen. Hier ist der Sender Weißkür. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte anhalten? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein Kleinen sind. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Kann man die Musik im Auto ausmachen, dieses Radio? Man muss das doch irgendwie ausmachen können, oder? Radio, hier ist das doch bestimmt irgendwo drin. Ne? Taktik, Sammlung. In Fahrzeugen. Da, nehmen wir doch lieber das da. Waffenrad, Spritzenrad, SZ. Probieren wir aus. Oh, man kann's ausmachen. Ich will dieses Gequatsche nicht hören. Nein, falsche Waffe. Alarmcode!
nur Ungeziefer! Schade. Sind in einer halben Minute da. Wir kriegen ihn. Oh Mann. Wir kommen von der Straße. Oh Gott. Und ich habe die falsche Waffe mit, ey. Was war das denn für ein Treffer? Das war's gleich schon wieder, ey. Sind das schon wieder diese Kackjäger-Typen oder was? Lade doch nach, Mann. Wir schießen da noch. Ich finde dich doch. So, oh, Aktion beendet. Boah, aber ich habe doch das letzte Mal die Waffe gewechselt, oder nicht? Ich weiß das gar nicht mehr. Naja, trotzdem geschafft. Wir haben gleich nette Kollegen, die aufeinander liegen, weil die sich gern haben. Hagans Zorn macht sich bemerkbar. Okay. So, erstmal wechseln wir jetzt wieder die Waffe. Ich will keine Seitenwaffe haben, so eine kleine Handfeuerwaffe. Ich würde schon ganz gerne wieder den Granatenwerfer haben. Weil die macht, glaube ich, schon mehr Sinn. Vor allem, wenn diese Transporter an mir vorbeifahren. Dann ist das schon sinnvoller. Wo ist denn die Kiste? Ach, da. Ja, danke Götter. Mein Leben für mein Land. Ich werde dich umlegen. Ich
Wieder so ein ganz bisschen schleppender Start hier heute. So. Gehen wir erstmal hier rein. Nein, wenn du mich rettest, töten die mich. Was, wenn ich sie rette, töten sie sie? Hä? Ich komm. Wieso das denn? Erstmal nachladen. Auffüllen. Munition. Doch, eben gerade Munition gekauft. Na gut. Einzigartig. Die Predator ist drin. Na, wo haben wir sie? Oh, ich kann die RPG kaufen. Ist auch gut. Nein, die will ich auch nicht vergeben. Noch eine, die ich kaufen kann? Nee. Wo ist denn der Granatwerfer? Bin ich gerade blind? Seitenwaffen. Da ist hier drin, ne? Ja. Da ist er. So. Repetierarmbrust. Da, lass mich hier. Geh einfach. Das war verdammt knapp. Warum soll ich das tun? Geiselrettung. Als ich mit den Soldaten schlafen musste, sagten sie, sie töten uns, wenn wir weglaufen. Freundinnen von mir sind noch gefangen. Du musst sie retten, bevor sie zu Sex gezwungen werden. Das werde ich. Genau, bevor sie dazu gezwungen werden. Warum geht es bei dieser Geiselrettung eigentlich immer nur um dieses Thema? Die werden sonst gezwungen. Das verstehe ich nicht. Bin ich eigentlich auf einer erhöhten Stelle, dass ich das gut überblicken kann da? Ich hoffe. Das. Okay, das könnte natürlich jetzt ein bisschen problematisch werden. Genau wie davor. Shit. Sie alle. Segnet seist du. Oh, danke. Ihren Operationen ernsthaft zu schaden. Je mehr Menschen du rettest, desto weniger Arbeitssklaven und Lösegeld bekommt Pagan. Kein Problem. Aber ich muss wohl kurz mein Headset anschließen.
So. Ich hoffe, es lädt. Aber es werde ich hören, wenn es beim nächsten Mal piept. So. Gut, dann haben wir das. Hier haben wir noch ein Fragezeichen, das holen wir uns auch direkt mal mit. Ehrlich. Und guck an, haben wir doch erwischt. Weg, weg. So, ich habe die ganze Zeit mal ein Album an, das ist ein bisschen suboptimal. Das sind Jungwookies. Kyras Rückzug. Oh, was zu lesen. Es geschah während der großen Dürre, dass die Mönche von Chal-Yama-Kloster erstmals ein Waisenmädchen zur Reinkarnation von Kyra ernannten. Sie sahen in ihr das Lotuskind, das endlich Regen bringen würde, könnte. Das Waisenmädchen läutete die allererste Glocke auf einem heiligen Turm und am nächsten Tag fiel ein großer Regen. Seitdem wurden die Glocken zweimal täglich geläutet, um den Göttern zu danken. Die Türme mögen vom Heiden Paganmin und seiner Armee von Verrätern zum Schweigen gebracht worden sein, aber an ruhigen Orten wie diesen können wir immer noch Kyra und Banashur huldigen. Stein der Weisen. Stand gerade Stein der Weisen. So, was haben wir noch? Komm, wir holen uns mal Pagans Zorn. Das Ding holen wir uns. Mal schauen, ob das jetzt gleich noch hier irgendwo hier in der Nähe ist. Ist das noch? Nee. Da oben ist es jetzt. Komm, da fahren wir mit dem Auto hinterher und dann nehmen wir das Ding auseinander. Hey, oh Gott. Oh nee. Der letzte Millimeter. Ah.
Bana Schurs Wallfahrt. Beginne am Baum des Lebens und gehe südwärts in Richtung Kyras Wallfahrt. Lege zur Puja ein, halt bei beim Chal-Jama-Kloster ein. Reise dann wieder nach Süden, an Bana Schurs Lied vorbei. Die Straße führt dich zu Kyras Meditation und später zu Kyras Gelassenheit. Nachdem du dem Dami in Tirta Tribut gezollt hast, besteht der letzte Schritt bei Banashus Wallfahrt daraus, den Hügel zu den schlafenden Heiligen zu erklimmen und mit anzusehen, wie bei Sonnenuntergang die Feuerschalen entzündet werden. Okay. Und ein Buch von Mohan Gale. Bei Shaq, 1988. Heute wurde mein Sohn geboren. Sein Name ist AJ Gale. Er wiegt 2600 Gramm und misst 43 Zentimeter. Er hat Ishwaris Augen und alles, was er kann, ist weinen, schlafen und nuckeln. Ich spüre ein ganz neues Pflichtgefühl. Kyrat wird frei sein. Ich schwöre es. Ich werde nicht ruhen, bis Paramin tot ist. Mein Sohn soll in Freiheit und ohne Angst aufwachsen. Mohan Gale. Mensch, Mohan. Da geht das jetzt aber rund bei dir. Kann ich irgendwas leveln? Nö. So, aber das ist doch hier der Baum des Lebens. Oder nicht? So. Da ist das Kloster. Wir machen mal die Attentatmission hier. Haben wir noch ein bisschen was. Hier wäre er angreifbar. Aber wir müssen schnell handeln. Ich kann es tun. Ja, aber man darf dich nicht sehen. Bleib in Deckung und versteck seine Leiche, wenn es geht. Und bitte bring mir seine Hunde, Mark. Mach ich. Ich laufe auch extra zu Fuß. Namaste. Namaste. Bitte ist ja jetzt keiner. Das ist der, den ich erwischen muss. Warum lädt er mein Headset nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. So, nochmal. Ich muss aber ganz kurz was gucken. Ob der das... jetzt
Boah. Nein, das solltest du nicht öffnen. Gaming Software, ja. Zeigt er mir denn hier an? Warum zeigt... Hä? Ne, das soll ja gar nicht aufgehen hier. Komisch. Aber lädt er das denn jetzt, oder? Ja, nicht so. Naja, werde ich ja hören. So. Plündern und verstecken, machen wir. Sind hier nicht mehrere Gegner? Ne, den wollen wir aber noch verstecken, den Jungen. Und tschüss. Na? Und die Babypille. Die brauchte ich schon immer hier. So. Was kann man denn jetzt noch machen? Wir haben hier überall noch Attentate, ne? Also. Überall Attentate. Und nochmal. Paranmin ein bisschen ärgern. Und zwar, indem wir seinen Konvoi nochmal ein bisschen malträtieren. Oh, eine Cannon habe ich jetzt. Und die Stinger. Okay. Dann gucken wir uns die mal an. Einzigartig. Stinger kaufen. Nö, wollen wir nicht haben jetzt. Und dann haben wir die Cannon. Boah, das ist aber eine Kanone, ne? Aber kaufen. Nur kaufen. So. Mehr haben wir nicht, ne? Doch, hier können wir noch kaufen. Eine Pumpgun einfach, ne? Ich glaube ja. Die Stormer können wir noch kaufen. Oh, gleich kann ich wieder ordentlich sammeln gehen. Hier noch irgendwas? Nö. Das war's. Vielleicht ist mal wieder vollhauen die Tasche und dann. Oh, ich verstehe das nicht mit dem Headset, ne? Ich stecke das mal an einen anderen Rechner. So.
Aber ich hoffe, das lädt jetzt. So, wo haben wir Paran Zorn? Oha, da oben. Aber hier machen wir das schlauer. Hier nehmen wir jetzt einfach mal den Gyroskopter und attackieren das Ding von oben. Was war das denn für ein Querschläger? Ah, hier nicht eben noch einer. Weiß nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Oh, wir hatten aber noch einen. Da. Den holen wir uns auch gleich. Na gut, dann gehen wir mal zurück hier und dann. Oh, Entschuldigung, da habe ich das Mikrofon gerade einfach mal am Bauch gestopst.